Hallo Freunde, herzlich willkommen zu meinem nächsten Video, Unboxing-Video. Heute geht es um eine 360-Grad-Kamera, nicht um diese hier. Das ist meine alte Ricoh-Kamera, Full HD 360. Heute geht es um dieses kleine Paketchen hier, und zwar da drin versteckt sich eine Xiaomi Mi Jai 360 Grad. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ansonsten tue ich euch den Namen drunter anzeigen. So, dann lass uns mal schnell das Paket auspacken. Ich bin ja schon selber sehr neugierig darauf, wie sie drin aussieht, was man alles oder welchen Inhalt da drin gibt es. Sehr geil verpackt. Also, sie kommt aus China. So klein verpackt habe ich noch nie ein Paket bekommen. So. Und so. Das ist das gute Stück. Wie man sieht, hier unten steht Chinesisch. Ja, eigentlich überall, hier auch, ja, und auf der Rückseite genauso. So kann man sehen. Ich hoffe, dass innen drin eine englische Bedienungsanleitung gibt, ansonsten bin ich aufgeschmissen, sonst muss ich Chinesisch lernen. So, wir machen sie mal auf. Folie mal schön runter. So, Schüttel, Shake. Voila. Also, wie man sieht, das Gerät ist nagelneu. Noch nie ausgepackt worden. Auch nie im Gebrauch gewesen. Und hammer klein. Also, Leute. Kick. Das ist meine alte Kamera und das ist jetzt die neue. So. Zum Vergleich. Ricoh Full HD Xiaomi Mi Jai 3,5K. So, beides 360 Grad Kameras. So, da bin ich ja gespannt. Okay, es geht weiter mit Paketinhalt. Hier steht irgendwas mit SD-Karte. So wie ich weiß, es gibt keine SD-Karte dabei. So. Dafür ein Tripod. So, dass man schon mal aufschrauben kann. Man kann direkt loslegen, Akku laden und Gas geben. So, hier innen drin gab es noch mal, ich lege mal zur Seite, so, Kamera nach vorne. Dazu gibt es ein schönes Etui für die Kamera, kann man dann reinstecken, ist dann staubgeschützt oder kratzgeschützt. Dazu gibt es auch ein USB-Kabel. Ja. Also, so. Ja, ein kleines Steckerchen. So, pack mal wieder ein. So, das. Ach, wie süß, eine kleine Bedienungsanleitung und leider auf Chinesisch. Okay. Ich finde das super. Alles klar. Also, was heißt das?
Ich muss Chinesisch lernen. So.